So, wir sind gefühlte 60 Minuten vom Apero entfernt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: 20 Minuten Kompetenzmanagement. Wer setzt es schon ein? Kurze Hand. Und von den zwei Handhochhaltern, wo wird es systemisch unterstützt? Und wo ist es ins LMS integriert? Das stützt meine These. Alles klar. Also, aber es stützt meine interne Umfrage, die ich soeben für mich abgeschlossen habe, und es stützt die These, dass man seit wann? Seit 1959 zum Beispiel, oder seit dem Psychologen Roth, oder seit Noam Chomsky, dem Linguisten, der in den 60er Jahren bereits einen hochinteressanten Aufsatz über das Zusammenspiel von Kompetenz und Performance geschrieben hat. Etwas, das eigentlich erst jetzt wieder in den Vordergrund, in den Fokus gerückt ist. Was dürft ihr heute erwarten? Der Schlüssel liegt hier. Vier, fünf Denkanstöße und Minenfelder, weil es ist beides. Ich werde also hier kein Rezept abgeben. Das hatte ich mir zuerst so vorgestellt. So, ich sage Cookie-mäßig, ja, mache Rezept, 300 Gramm Skill-Tree, 400 Gramm Kompetenzmodell, 180 Gramm geriebene Messpunkte ergeben dann wunderbar 12 Cookies, die sich dann Analyse nennen. So geht es nicht. Aber was die Durchsicht von mehreren tausend Literaturseiten mit sich gebracht hat, möchte ich hier gerne auf den Weg geben für all jene, die sich noch nicht mit Kompetenzmanagement beschäftigt haben, aber denken, es schwatzen alle darüber, vielleicht ist wohl was dran. Ist es ein Modewort? Kann sein. Dafür hält sich die Strömung aber schon seit fast 50 Jahren, muss man sagen. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Es gibt komplexe Lehrmeinungen, das ist die Ausgangslage. Sie sind nicht völlig verschieden, aber es gibt keine komplette. Immer wieder werden neue Felder entdeckt, wo man sagt, naja, aber es gibt dann noch die Qualifikation und dann ist das eine Kompetenz oder nein. Ist Können eine Kompetenz? Sonst müsste es vielleicht Kompotenz heißen, von potere können. Naja, reicht nicht, es braucht noch Wissen. Aber ist dann die Kombination von Wissen und Können bereits Kompetenz? Dann kommen die Leute von Sloan und sagen, ja, Handlungsfelder braucht es, es braucht eine ethische Ebene. Ist ein Handlungsfeld eine Kompetenz? Reicht das schon? Die Lehre sagt nein, es reicht noch nicht. Wir werden sehen, wie wir uns dem ganzen Spaß hier annähern werden. Ganz wichtig sind einige Punkte, die wir heute hier streifen können. Ich nenne die mal Trigger. Also Triggerpunkte. Wer kennt sich in der Physiotherapie aus oder in der Akupunktur? Gut, also Triggerpunkte, genau, da ist der Fachmann, richtig. Triggerpunkte dienen, um etwas anzustoßen und je nachdem, wie man da die Nadel setzt oder hält oder den Punkt drückt, geht es in die eine Richtung und die Sache wird gelöst. Natürlich auch in der IT kennt man Triggerpunkte, Punkte, wo man etwas anstoßt und dann fallen die Dominosteine, hoffentlich in die richtige Richtung. Das ist nicht immer gesagt, ja. Also die vier Triggerpunkte, die wir heute ansehen wollen, die Skill Trees oder einfach der Kompetenzatlas, also da, wo man die Kompetenzen mal anlegt und sammelt, dann das Kompetenzmodell. Das ist eigentlich eine Fortentwicklung des Kompetenzatlas, weil man da noch Dinge wie Kategorisierung, Dimension, Ausprägung und so weiter hineinbringt. Dann für mich persönlich die beinahe die Krönung des Ganzen, die Messpunkte. Also da, wo die Erfassungsdiagnostik sich austoben kann und wo man mit den bekannten Methoden, aber auch mit neueren Methoden, also Jobshadowing, Videosimulation, 1:1 Begleitung, Coaching, wo man einfach
auf andere Art und Weise erfährt und richtig im 1:1 mitnimmt, ob jemand eben etwas nicht nur theoretisch kann oder wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn es regnet, wenn die Kacke am Dampfen ist und wenn das Schiff am Sinken ist. Also diese latente Performance, das ist ein bisschen das Stichwort, wie messe ich das Zeugs? Deswegen sage ich, Messpunkte ist schon beinahe die halbe Miete. Zum Schluss natürlich Analyse. Was ist Analyse? Naja, wenn sich das, was ich am Anfang gefragt habe, in einem Resultat plausibel darstellt und auch noch stimmt, dann habe ich ein valables Ergebnis und die Analyse klappt. Es kann natürlich auch sein, dass Lücken aufgezeigt werden. Lücke ist ein Stichwort, das in der Kompetenzforschung nicht fehlen darf. Skill-Gap-Analyse ist das schmutzige Wort dazu. Ich weiß nicht, auf Deutsch kenne ich keines. Zumindest die Literatur beschreibt das eben immer so. Es kann mit Vergleich von Soll- und Haben-Kompetenz geprüft werden, aber weiß ich nicht. Alles klar. So, wir sind bei den Definitionen. Ich werde hier keine Lesestunde machen. Lesen könnt ihr alle selbst. Ich werde einfach nur kurz ein paar Punkte erwähnen. Ich sage mal so, das sind dann so Grundeigenschaften, das sind einzelne Elemente. Kompetenzen soll man trainieren, finde ich ganz wichtig. Das ist nicht etwas, das man einfach so in die Wiege gelegt bekommt. Siehe Begabung hier. Kompetenzen sind schwierig einfach zu vermitteln. Man muss das Ding erleben, erfahren und an den Widerständen wachsen. Das ist sicher etwas, das mit den Kompetenzen zusammenhängt. Sie sind funktional bezogen auf Situationen. Wir gehen weiter hier. Das Modell, das auf Noam Chomsky zurückgeht. Und eben dieses Hin und Her zwischen Kompetenz und Performance mit Grundvoraussetzungen und eben auch, wie die Aufgabenstellung generell ist. So, die etwas, das was man ein Referenzzitat nimmt, die beinahe komplette Definition von Kompetenz findet man nach wie vor bei Weinert, auch wenn es da natürlich Leute gibt, die diese Dinge weiterentwickeln. Ich nenne da nur Professor Arnold, Sauter und weitere. Die Forschung ist groß, in Deutschland ist die Kultur dazu auch ganz anders aufgestellt, vieles kommt von Bundesebene, es gibt auch diverse Institutionen, in der Schweiz ist zum Beispiel der Lehrplan 21 ein solches Projekt, das, sage ich mal, ein bisschen national abgestützt ist und einzelne Elemente der kompetenzgesteuerten Lehre einfließen. Hier ein etwas vereinfachter Ansatz, der aber auch mit Schritten zeigt, was denn damit gemeint ist. Wir hatten Wissen, ist sicher eine gute Basis. Ja? Können, noch besser. Kompetenz, naja, man sieht schon, es hat hier eine Richtung. Ja? Wir wollen eigentlich von da oben nach da unten kommen und eben die Performance ist dann die beste Ausprägung von Kompetenz, weil man eben die Ausführung dessen, was man weiß und kann, und auch eben in verschiedenen Situationen, situativ, mit veränderten Parametern, richtig eigenständig handelt. Der Kompetenzbegriff, den wir hier jetzt haben, der stützt sich natürlich in erster Linie auf das selbstgesteuerte und selbstorganisierte Lernen. Also ein Thema, das vor allem in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden kann, aber auch natürlich in den Kitas bereits seine Wurzeln schlägt, hat aber nichts mit dem Guerilla-Lernen zu tun, das wir heute Morgen so, oder mit Edu-Punk, wie der Holger gesagt hat, wie das vielleicht im universitären Bereich an der Basis funktioniert. Sobald wir aber, sagen wir mal, Zertifikationen im Hintergrund haben, ist es natürlich aus mit jeder kann ein bisschen selbst gucken, wo er hinkommt, weil da haben wir strukturierte Dropdown-Vorgaben, wir müssen vergleichbar sein, Bologna-Prozess. Die Tendenz aber, und auch das haben wir diskutiert, könnte durchaus in eine Richtung gehen, dass es halt für gewisse Setups, Q1,
curriculare Dinge gibt, Dropdown, strukturiert, modular aufgebaut. Auch da kann man Kompetenzen einhängen. Sie erfüllen aber dann eigentlich nicht so den Selbstorganisationstrieb und die Selbstmotivation, die ist dann nicht so stark gemessen. Es ist dann mehr so ein Herdending, die schwarzen Schafe links, die weißen rechts, die mit den langen Haaren gehen den Pferch B entlang, die mit den kurzen Haaren gehen dann hinten rechts raus. Das ist natürlich nicht das, was in erster Linie hier diese Kompetenzgeschichte will. Man möchte eigentlich den Spezialisten in jedem selbst wecken. Das ist eigentlich mehr damit gemeint. Wir werden jetzt nicht diskutieren, was dieser Kompetenzbegriff und diese Auffassung von Kompetenz für die Lehre alles bedeutet. Wenn das alles adaptiv wird, ist es immens. Wo ist denn überhaupt das Einsatzgebiet von Kompetenzen und Kompetenzmanagement? Es gibt natürlich, ich unterscheide jetzt hier zwei Ebenen, ich nehme die Metaebene. In der Ausprägung, wie ich es geschildert habe, ist es vor allem in der Mitarbeiterentwicklung, Eignungsdiagnostik, Personalauswahl, Potenzialanalyse, Nachfolgeregelung, Mitarbeiter beurteilen, das sind Dinge, die man kennt. Es gibt auch eine andere Ebene, das ist dann eher die, wo wir uns vielleicht selbst wieder drin sehen, wo wir auch sagen, okay, Portfolioarbeit geht in diese Richtung, hat da etwas zu tun. Wir fördern auch die Standortbestimmung, Selbstreflexion, Perspektivenbildung, Entwicklungspotenziale gehören natürlich auch da hinein und eben dann hier das selbstorganisierte Lernen, kompetenzgesteuert. Ich könnte so ein Modell aussehen, da bin ich jetzt ein bisschen salopp. Eigentlich müsste man das natürlich für jede Institution ein bisschen individuell untersuchen, aber ich sage jetzt mal Unternehmen, okay, das kann auch eine Schule sein. Es geht jetzt hier nicht um den Business Approach, sondern es geht um die Größen. Wichtig erscheint mir hier der Werterahmen. Darauf weist die Literatur mehrfach hin, dass eigentlich jede Organisation, die Kompetenzmanagement einführen möchte, gut daran tut, nicht einfach ein 0815-Modell zu nehmen und sagen, das sind jetzt unsere Kompetenzen, da sind wir dann weltweit vergleichbar, sondern dass das von innen heraus entwickelt wird. Und dann sehen wir, wir haben ein Sollprofil und dann haben wir unten hier den ganzen Messprozess. Entscheidend ist, dass wir hier zwischen diesen beiden Profilen einen permanenten Messpunkt haben, der sich zeitlich unterschieden wieder trifft, also mit demselben Verfahren oder mit unterschiedlichen repetitiven Verfahren messen wir die Kompetenzentwicklung, weil sonst wissen wir ja nicht, wo wir stehen. Wir haben eine ganze Menge von Methoden dazu, die wir noch ansehen werden. Also Kompetenzatlas, was ist das eigentlich? Naja, kann die Definition sein von da, wo die Kompetenzen und Skills irgendwie aufgedröselt werden. Ich sage jetzt nicht, es gibt die Skills, sondern oder bestimmte, sondern das muss man erarbeiten. Es gibt zwar schon den Versuch, ja, CODE zum Beispiel ist so ein Kompetenzmodell, das versucht, beinahe schon ins Absolute hinein, Schwerpunktkompetenzen, Handlungskompetenzen, persönliche Kompetenzen, Fachkompetenzen möglichst organisiert aufzudröseln, um eben eine gewisse Vergleichbarkeit zu erhalten. Das ist, meine ich aber hier jetzt nicht. Was machen diese Kompetenzatlanten? Man kann zum Beispiel Kompetenzprofile erstellen. Also wenn ein Unternehmen sagt, wir bilden Leute aus, kann man sagen, naja, wir bieten diese und diese Lehrgänge an. Was müssen dann die Leute da können? Naja, dann kann ich eben Profil erstellen und sagen, bestehend aus diesen Kompetenzen, gefolgt dann von Handlungsfeldern, vielleicht dann eben
das Kursprogramm angepasst, die Module dazu. Wenn ich das durchlaufe, dann habe ich so, das wäre der strukturierte Ansatz, dann habe ich am Schluss diese Kompetenzen. Das ist so die klassische Vorstellung halt. Die Guerillataktik schaut anders aus. Ich gehe rein, ich stelle fest, was kann ich schon. Natürlich muss das System so gebaut sein. Und wenn ich sehe, was mir fehlt, Skill Gap Analyse, werde ich dann über die fehlenden Kompetenzen an die Punkte gesteuert, wo ich mir die Löcher stopfen kann. So würde es gut aussehen. Aber welche Systeme gibt es da schon? Das ist schwierig. Ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Kompetenzen oder mit Skills. Nicht vergessen, die haben eine Haltbarkeit. Wenn Leute Zertifizierungen durchführen müssen, dann kann ich natürlich nicht sagen, ich habe die Kompetenz und dann lebenslang Stempel am Arsch und gut ist. So läuft es nicht. Also wenn ich sage, naja, ich muss alle 6 Monate oder alle Jahre, zum Beispiel Fluglotsen müssen das, weil sich Pisten ändern oder ich bin an einer Notfallstation tätig, Fluchtpläne ändern sich, ich weiß nicht, Hygienevorschriften können sich ändern oder eben im Zusammenhang, wenn man mit den USA Geschäfte macht und zum Beispiel im pharmazeutischen Bereich tätig ist, da müssen ganz bestimmte Auflagen erfüllt werden, CF21 Compliance zum Beispiel, Chapter 11, das ist so ein Ding. Und da muss man immer wieder zeigen, also zyklisch, periodisch zeigen, dass die Handgriffe sitzen, dass man auch mit veränderten Fragen eben die richtigen Antworten dennoch trifft. Und deswegen kann eine Kompetenz auch verlieren mit der Zeit. Das wäre dann ein Trigger, der sagt, abgelaufen, neu machen. Beispiel eines Skilltrees müssen wir nicht näher ansehen. Was da steht, ist eigentlich etwas, das dann die Organisation, die Schule, das Unternehmen selbst bestimmen soll. So, nächster Schritt. Wir haben jetzt mal die Kompetenzen gesammelt, die für uns wichtig sind und die Skills, die daran hängen, die Haltbarkeit, die Ausprägung, die wir wollen. Aber jetzt, wie wird das Ganze strukturiert? Das ist ein bisschen abhängig davon, was ich dann am Schluss in der Auswertung auch sehen möchte. Es gibt da ganz verschiedene Modelle. Ich werde die nicht alle im Detail ansehen, weil es gibt wirklich, also ich habe im Moment eine Sammlung von ca. 25 Kompetenzmodellen, es gibt mehrere. Ich werde aber auf 1 oder 2 Modelltypen ein bisschen näher eingehen, die meines Erachtens sich lohnen zu verfolgen. Es geht hier eigentlich vornehmlich um die Strukturmodelle, gibt natürlich auch für je nach Einsetzungsfeld, also wenn man eben Leute von einer Stufe auf eine andere bringen will, dann kann es schon sein, dass hierarchische Modelle einen Sinn machen. In der Realität, zum Beispiel im Lehrplan 21, ist es so, dass ein Modellmix angewandt wird. Also man wird 2 Modelle miteinander mischen. Wo das hinführt, das wissen wir nicht. Deswegen heißt er auch Lehrplan 21. So. Was ist es genau? Kurze Zusammenfassung. Entscheidend finde ich hier, dass das eben nicht von außen aufgesetzt ist, dieser Werterahmen und auch die Priorität, die man gewissen Kompetenzen zumisst, das kann in der einen Firma eine andere sein als in einer anderen. Das kann auch branchenabhängig sein, weil, ich sage mal so, nehmen wir irgendetwas, Programmiersprache, in meiner Position muss ich wissen, dass es Java gibt, aber ich muss es nicht unbedingt beherrschen. Währenddem für meinen Kollegen Stefan ist das absolut wichtig. Er muss wissen, es braucht auch Leute, die Dinge, Features verkaufen oder ein Konzept schreiben können. Deswegen ergänzen wir uns. Das heißt also, wenn wir eine Firma haben, dann kann es sein, dass wir schon den gleichen Kompetenz- und Skillbaum verwenden, aber dass eine Kompetenz in der Abteilung Marketing ein anderes Gewicht hat
als eine dieselbe Kompetenz in einer anderen Abteilung. Das macht die Sache natürlich knifflig und nicht einfach. So, was haben wir hier so für Modelle? Man sieht hier, das ist der Versuch dann der Dimensionierung. Das heißt, man nimmt die Kompetenzen und sagt, naja, wo gehören die hin? Welches sind denn die Bereiche, wo die Musik spielt? Wir kennen das schon sehr früh. Also der Psychologe Roth hat das bereits in den 60er Jahren, hat er schon früh diese Unterteilung gemacht und hat hier die personale Kompetenzen, die aktivitätsbezogenen, fachliche und sozial-kommunikative Kompetenzen hat er aufgesplittet, um dann nachher bei der Analyse auch in den entsprechenden Feldern zu sehen, ist jemand kommunikativ gut oder ist er eher ein agiler Typ, sonst aber, also in der Action blüht er auf und ansonsten ist er recht ruhig. So ist das ein bisschen zu verstehen. Ich meine, das ist alles sehr einfach. Aber es geht mir hier nur ums Prinzip, damit wir dann die Steigerung davon erkennen können. Das wäre jetzt Code oder Code C. Ja, das ist mittlerweile ein anerkannter und auch teilweise mit systemisch gestützt, umrundet aber noch von ganz vielen Erhebungsbogen, viel Papier immer noch. Also die ganze Sache ist noch nicht durchgängig. Es geht hier auch um diese Gruppierungen. Man sieht dann hier auch, dass es gibt noch weitere Dimensionen. Wir haben hier eine Ebene, da eine Ebene. Man sieht sehr gut, was hier wichtig ist, ja? Wenn wir vorhin einfach gesehen haben, wie die Kompetenzen organisiert werden, damit dann die Auswertung entsprechend etwas hergibt, ist es so, dass wir bei dem Modell schon sehen, wie die Messpunkte angelegt werden müssen, beziehungsweise was sind denn die Aktivitäten, durch die die Kandidaten zeigen, ob sie die Kompetenzerfüllung eben erreichen oder nicht. Den haben wir auch schon gehabt. Was ist hier anders als bei den anderen beiden Modellen? Bei Sloan kommt diese ethische Kompetenz als neue Ebene hinein. Also es wird richtig kompliziert jetzt. Aber wie gesagt, es sind einfach unterschiedliche Modelle. Die unterschiedlichen Modelle, hier ein interessantes Beispiel, weil es nämlich um Leadership geht, also Führungsmanagement. Und die haben jetzt mal alles auf den Kopf gestellt. Die haben jetzt gesagt, ja, wir wollen ja jetzt hier nicht mit diesen, die haben eigentlich neben den bereits bekannten Kompetenzkategorien, persönliche Kompetenz, fachliche Kompetenz, haben sie bereits noch ein Label dazu getan, das dann eben die verschiedenen Typen etwas charakterisiert. Also die Macherin, der Macher, der Meisterliche, die Explorer-Typen oder eher die Gestalter. So, und jetzt sind wir vielleicht beim wirklich interessantesten Teil, aber auch komplexesten, diese Messpunkte. Wie kann ich denn das Ding jetzt überhaupt erfassen? Klar, Tests, das ist immer das Erste. Ja? Ich mache einen Test und dann, na gut, da habe ich 20 Fragen. Was sagen mir jetzt die Fragen? Wenn ich es genau wissen will, muss ich natürlich eigentlich bei jeder Frage sagen, und du bist eine Frage, die mir sagt, dass der Jürg im Bereich analytisches Denken, er hat es drauf. Genügt das? Nein. Wir wollen ja noch wissen, wie hat er es drauf, in welcher Ausprägung. Ist das total gut oder ist das nur so mittelgut oder ist es geht so? Wie schaut es in einem halben Jahr aus? Wie schaut es aus, wenn es regnet und sein Kollege sitzt daneben, schaut ihm über die Schulter und beschreibt, wie er schwitzt und ob er es kann? Also da geht es wirklich darum, wie erfassen wir diese Kompetenzen? Das sind nämlich flüchtige Dinge. Und je nachdem, was wir eben wissen wollen, braucht es die entsprechende Erfassung oder eben
das entsprechende Diagnose-Tool oder die Praxis. Was haben wir da? Wir haben, ja klar, hier ist nochmal die Zusammenfassung, also wir haben quantitativ mit Tests, wir haben den Kompetenzpass, Portfolioarbeit, ein ganz wichtiger Teil. Wir haben aber auch die ganzen Simulationsgeschichten oder eben Job-Shadowing, das heißt, es begleitet jemand still, nicht jetzt mit Videoüberwachung, sondern wissentlich, aber er begleitet jemanden. Kann auch sagen, das wäre das Junior-Senior-Prinzip. Keine schlechte Sache an und für sich, weil genau da man eben diese Dinge festhalten kann. Ich habe mal eine Zusammenstellung hier rausgesucht, die die Möglichkeiten dieser Kompetenzerfassungen aufzeigt. Ist klar, hier, das kennen wir, schriftlich, mündlich, befragen, Fragebogen, Test. Aber es gibt dann halt hier auch etwas die aufwendigeren, eher Assessment-basierten Verfahren, also wo man dann Leute in Situationen reinschiebt, auch Gruppen, wo man sieht, naja, mal sehen, wie es jetzt geht. Im 1:1 war es ganz locker, aber jetzt sind wir zu viert. Zwei haben den Auftrag, die anderen beiden ein bisschen nass zu machen. Und die anderen zwei müssen jetzt zeigen, ob sie sich zusammentun. Wie ist das Verhalten? Oder ob jeder für sich kämpft? Beides sind natürlich dann variable Resultate. Hier auch aufwendig die ganzen Videoaufzeichnungen. Aber es wird teilweise gemacht. Ja? Also es gibt bereits Assessment-Verfahren und auch Angebote. Da werden Simulationen hergestellt und Leute in Videosequenzen aufgenommen und dann natürlich besprochen. Eigentlich nochmal der Unterschied von zwei wichtigen Hauptströmungen. Hier ist klar, die für vergleichende Szenarien, vergleichend normatives Feedback in dem Bereich und hier dann die individuelle Geschichte, eher jetzt für Coaching, Guerilla-Szenarien zu denken, eignet sich wenig für 20.000 Leute, die am gleichen Ding sind. Also das ist dann recht aufwendig, auch von der Logistik her. Auswertung ist klar. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Skill Gap ist gefallen, wir haben dann Spider-Diagramme, haben Sollprofile. Beispiele können so aussehen. Man muss jetzt hier nicht sehen, was da steht. Entscheidend ist nur, dass hier auch die Ausprägungen sofort festgehalten werden können. Man hat auch die eigentlichen Sollbereiche schon markiert. Also wenn man da daneben liegt, hat man vielleicht schon ein bisschen Pech gehabt. Hier ist ein sehr gutes Beispiel eines Kompetenzdiagramms mit Zielschema bzw. Haben-Soll-Kompetenz, wo man die Vergleiche gut sieht und dann auch die Ausprägung. Etwas, das die Portfolio-Benutzer schon kennen. Daran arbeiten wir auch, dass wir diese Grafik hier im Feedback-Bereich, im Open-Feedback-Bereich einbauen können und dann eben diese Vorher-Nachher-Vergleiche im Zusammenhang mit Mitarbeiterbefragungen, 360-Grad-Feedback möglich werden. So, was fehlt? Naja, ich habe die Frage eingangs gestellt. Viele Leute arbeiten mit Kompetenzen. Da habe ich zwei Hände gesehen. Systemisch unterstützt war ein bisschen weniger. LMS gestützt. Ich bin der Meinung, es wäre ein guter Ort, um sowas zu machen, weil das LMS per se schon einiges mitbringt. Die ganzen Erhebungen, Evaluationen, Tests, natürlich auch Bewertungen. Und deswegen denke ich, es lohnt sich, dass wir dranbleiben und gut zuhören, was die Benutzer von OpenOLAT in dem Zusammenhang für Bedürfnisse haben. So, jetzt die gute Nachricht. Wir sind knapp 20 Minuten vom Aperitif entfernt. Ich danke Ihnen.